Hier auf der Strecke in Marina Bay blicken wir einem spannenden Rennen entgegen und freuen uns, alle Zuschauer und Rennsportfans ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Das lange Warten hat schon bald ein Ende und gleich geht der Grand Prix von Singapur los. Vier Streckenabschnitte wurden herausgenommen, die Rundenlänge auf knapp über 5 Kilometer reduziert. Das könnte eine willkommene Erleichterung für die Fahrerinnen und Fahrer sein. Eine noch größere Erleichterung dürfte es allerdings für ihre Bremsen sein. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Ayrton Senna startet von der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Fernando Alonso, Leclerc, Perez, Oscar Piastri, Stroll, Ricciardo, Albon, Sainz, Gasly, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg, Bottas, Russell, Joe, Hamilton und Esteban Ocon steht ganz hinten. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Neben mir sitzt ein Mann, ach, was sage ich, eine Legende, Stefan Römer. Wir alle haben diese Woche diese Gerüchte gehört. Soll ich bleiben, soll ich gehen, soll ich bleiben, soll ich gehen? Ja, wie man hört, wird's wohl die erste Option. Die Loyalität zum Team ist ungebrochen, Sascha. Die Atmosphäre ist gut und das Team wächst zusammen. Das hat viel für sich. Es ist ja einfach, ja nicht einfach, aber es ist verlockend, einfach zu einem besseren Team zu gehen und all die harte Arbeit hinter sich zu lassen, die man bereits geleistet hat. Aber hier will sich jemand gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln. Ich denke, das ist wirklich sehr schön zu sehen. 5 Rennen stehen noch aus. Wir können uns immer noch den Konstrukteurstitel holen. Das Team braucht heute ein gutes Ergebnis von dir. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1-24 mit dem Rennen aus Singapur. Wir werden wieder unsere Lieblingsstrategie fahren natürlich, ganz klar, mit Medium Soft. Warte mal, ich muss mal gerade noch die Strategie mal bearbeiten. Dann werden wir hier auf Soft gehen, hier auf Medium gehen und den Boxenstopp ein bisschen nach hinten ziehen, dann passt das soweit. Genau, angepasst, perfekt, wunderbar. Jo, dann kommen wir rein ins Rennen, war. Würde ich sagen. Ja, Konstrukteurswärme können wir noch holen, aber dazu müssen wir liefern. Also hier auch mit den Gewinnen auf jeden Fall und hoffen, dass Albon vielleicht mal Punkte holt. Drei Fahrer mit Strafe, ein Sainz nach einem, ja, unerlaubten Blockieren und ein Hamilton und Russell mit den Strafen für die wahrscheinlich Komponentenwechsel. Naja, soll nicht unser Thema sein. Wir legen los. Aber ein Vorteil ist, Mercedes steht ganz, ganz hinten. Das heißt, wir können einen Megasprung noch ran machen. Wir müssen liefern heute. Ich weiß nicht wie. Gut, also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Also in erster Linie um die Konstrukteurswehr müssen wir noch ein bisschen versuchen zu arbeiten, weil Mercedes noch zu schlagen. Ich weiß nicht, wie jetzt die Abstände genau sind. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass Albon doch liefert. Ja, momentan sieht es also, wir haben jetzt das letzte Dings abgesagt. Das letzte Geheimtreffen, das habe ich euch an die letzte Folge mit rangehängt. Das letzte Rennen. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt nach und nach ein paar Angebote bekommen, ernsthafte Angebote für die neue Saison. Wie gesagt, mein Ziel ist es, zu McLaren zu gehen. Das wäre zumindest der erste Schritt, der für Senna klar ist. Williams, McLaren und dann zu Ferrari. Würde also eigentlich, hätte er von McLaren anfangen sollen, zu Williams und dann zu Ferrari gehen. Aber mal gucken, was da heute noch kommt. Ja, wie ich auch schon gesehen habe, 4 Streckenabschnitte rausgenommen. Genau. Diese Rechts-Links-Kombi unter dem Tunnel durch, dann hinten die 2 Kurven. Naja, soll jetzt aber erstmal nicht unser Thema sein.
Schauen wir mal, wie weit wir jetzt gut, ob wir jetzt gut wegkommen wie in Baku. Gut, da Baku sind wir ein bisschen schnell kassiert worden. Wetterveränderungen in ungefähr 5 Minuten voraus. Sei wachsam. Was? Soll er trocken bleiben? Das bereue ich gerade, dass ich auf Medium starte. Wird das wirklich anfangen zu regnen? Das wäre natürlich hart. Ein bisschen so Schneesturm oder so. Ich glaube, bei den älteren Teilen ging das mal 96 auf 97. So gab es gerade Schneesturm. Naja, soll jetzt erstmal nicht unser Thema sein. Wir nehmen jetzt das Beste mit. So, wir kommen den Start erstmal gewonnen. Das ist wichtig. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch ein Auto war. Ich habe es nicht gesehen. Alonso hat auf jeden Fall den Start gegen Norris gewonnen. Alonso mit dem Weltklasse-Start von 4 auf 2. Und wir haben unseren... Wir sind nach vorne gekommen. Wichtig ist, dass wir unseren Start gewonnen haben, dass da nichts weiter passiert ist. Das war jetzt meine größte Angst, dass ich da irgendwas abkriege. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie berührt habe. Es hört sich zwar nicht so an, aber ich glaube nicht, dass es da so war. Also wir starten gut, kommen gut weg vom Rest des Feldes. Das ist gut immer noch. Aber wirklich jetzt einfach zu regnen hier, das könnte nochmal Highlight werden. Aber eigentlich ist es gar nicht angesagt. Eigentlich war kein Regen angesagt. Es kann aber auch eine Meldung, eine Bugmeldung sein. Weil laut dem Plan ist es halt, laut dem Wetterverrate-Plan ist es eigentlich nicht angesagt. Nur im ersten Mal Training ein bisschen Regen. Das haben wir ja überlebt, aber jetzt hier, naja, 16 Runden haben wir hier in, auf der Strecke. Ja, das haben wir jetzt schon mal durch. Also Alonso, Norris, Piastri. Die ersten 5, die seht ihr. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Wir haben gerade schon fast 4 Sekunden Vorsprung im zweiten, aber die haben sich auch gut gebettelt da hinten. Also ich hoffe, dass das Wetter trocken bleibt. Wenn wir verwerten auf 4 Ziel kommen, ist das gut, dann sind das wieder 14 Punkte mehr. Das war also 15. Bisschen aufpassen, nicht, dass wir da unnötig anecken. Das ist den Norris ja letzte Woche im Rennen passiert. Also er hat zweimal fast böse eingeschlagen. Das wäre es natürlich gewesen. Mit 33 dran. Mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Copy. Jetzt haben wir so viel wie verstanden. Also, wir ziehen gerade übel schön weg. Alonso, wie gesagt, ein mega Start. Zwei Plätze direkt gewonnen gegen Verstappen und gegen Norris. Wir können hier wieder wegarbeiten. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Ja, das ist total toll, dass ich die Info kriege. Sag mir, das Rennen wird trocken und trotzdem regnet's. Das ist nicht weiter dramatisch, dass wir trotzdem auf den Trocknen durchfahren können. Oder je nachdem, wann der Regen kommt. Dass ich da so, dass die vorher vielleicht in die Box wechseln und nochmal zweites Mal rein müssen. Aktueller Abstand 8 Sekunden knapp. Nach 3 Runden.
1:33.284, die neue schnellste Runde. Bin mal gespannt, wenn wirklich der Regen kommt, ob der kommt. Wenn er sagt, ja, regnet schon irgendwann noch. Und es regnet nicht, wäre super. Und das sind keine Tropfen auf dem Auto. Regenwolken brauchen wir nicht beobachten, es ist dunkel, es wird nichts. Ich sehe aber auch nicht so in der Richtung, vielleicht ob der irgendwas sein könnte. Keine schnellste Runde, aber 33,5 sind wir jetzt gefahren. Wir fahren trotzdem relativ konstant, 33er Zeiten. Das fährt der Gegner nicht mit. Neues eine Sekunde vor, ne. Oh, Neues hat verstoppt, hat Alonso mit dran überholt. Ich hätte nicht mitbekommen, dass der so einen Push gekriegt hat. Dachte, Alonso ist immer noch Zweiter. Wir sind jetzt bald bei der Hälfte des BA, was Ganze. 300, dann haben wir die Hälfte des Rennens und noch ist es trocken. In Kanada war es ja andersrum, da war es ja. Ne, war es in Kanada nicht auch so, dass es dann während der Hälfte des Rennens anfängt zu regnen? Der sucht uns violett mittlerweile wieder. ...33,241, also wieder minimal. 284 hatten wir vorher, jetzt haben wir 241. Aber wie gesagt, wenn dann nicht dramatisch passiert. Ich hoffe, dass sie jetzt irgendwann sagen, dass die KI sagt, die gehen in die Box und dann noch mal rein muss. Dann haben wir nämlich den Abstand, hält man den Abstand nämlich gleich. Und dann war es doch vielleicht wieder gut, weil jetzt fängt es nämlich an zu regnen. Noch aber ist alles gut. Noch ist alles gut. Natürlich 50,7 Sekunden. Das klappt bei der Alonso kassiert. Nach einem super Start hat er sich jetzt nicht so ganz halten können da vorne. Dem ersten Martin. Er verliert aber verliert so ein bisschen Zeit auf Maul da vorne. Also meinetwegen sollen sie gerne sich gegenseitig ein bisschen noch battle, das wäre mir super. Oder am besten schießt euch beide weg. Das wäre mir sogar egal. Doch ist aber alles in Ordnung, noch passt das denn nicht. Wir werden auf jeden Fall irgendwann auf Winters wahrscheinlich wechseln. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Auf Regen? Sag mir bitte, wenn man irgendwann intermediate. Winters wäre super, aber das brauchen wir jetzt noch nicht zu dauern. Brauchen wir jetzt noch nicht zu scheitern. Das ist jetzt nicht dramatisch so. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 29,
2 Sekunden. Ja, sag mal bitte irgendwann. Okay, Ayaton. Wir haben jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Ja, die werden wir wahrscheinlich fahren. Wir sagten 1,39,9, wir fahren 6 Sekunden schneller. Also 5 bis 6 Sekunden. Mit den Slicks musst du aufpassen. Unter diesen Bedingungen ist die Ideallinie etwas rutschig, aber bis zum Wechsel wird es noch dauern. Ja, die KI wechselt aber auch noch nicht. Ich hoffe, dass die jetzt irgendwann gleich sagt, wir wechseln auf Medium oder Fahrt. Und wir können dann im nächsten Versuch noch was passiert. Vielleicht passiert auch noch was. Das kann natürlich sein, eine rote Flagge oder so. Wir haben so schöne Abstand zwar weg. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Den gleich 5. Ja, wir sind 1,2 Sekunden lang. Wir haben erstens. Ne? Es ist nass draußen und zweitens sind die Reifen hier schon immer schlechter, aber es ist alles auch in Ordnung, alles doch easy. Noch ein, zwei Runden. Ich will natürlich so lange wie möglich mit den Mediums draußen bleiben. Ich weiß nicht, wie lange die auf den Hard bleiben. Ja, auf den Soften bleiben, bis die KI wechselt. Jetzt gehen sie alle in die Box. Frage, was macht ihr? Medium. Ja, genau das, was ich gemeint habe. Wenn ihr natürlich doch jetzt gleich irgendwann der Regen schlimmer wird und ja sagt, wie ihr gerade Wechsel auf Regen im Winter ist, habe ich mir nämlich einen Boxenstopp gespart. Aber im Winter tatsächlich doch der Wechsel auf die Medium ist sogar die beste Wahl gewesen. Acht Runden haben wir noch, aber noch ist alles super, noch passt es mit dem Wetter. Aktueller Abstand ca. 27 Sekunden auf Oscar Piastri. Das hört sich sowieso dann immer irgendwo in der Noise wieder hinter uns ist. Dann haben wir bald die beiden Stoppkurse schon weg. Ich meine nur noch die Rennen, wo ich gedacht habe, das ist meins. Mit Aussehen kommt ja schon das nächste Rennen nächste Woche hinterher. Ja, aber sag mal bitte jetzt nicht, ich will eigentlich gerne so weit wie möglich mit dem Winters fahren, mit dem Mediums fahren, oder dass jetzt doch mal ein Strategiewechsel kommt. Das wird doch ein bisschen draußen, Jeff. Ich hoffe, du kannst immer noch eine anziehen. Die Reifen passen auch noch von der Strategie. Sven, wie gesagt, der will nochmal wechseln. Piastri geht jetzt auch rein. Wahrscheinlich wechselt die jetzt auf die Mediums. Das kann aber auch sein, dass die Reifen greifen. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Alle waren in der Box. Alexander kommt in die Boxengasse. Ja, die fahren alle auf die Linksreifen. Die gehen alle auf die Trockenreifen immer noch. Mal gespannt, ob wir dann irgendwann anfangen zu überrunden, das erste Mal in unserer Karriere. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Wir haben aktuell 51 Sekunden Vorsprung, also wir sind ziemlich richtig weg. Liegt aber daran, dass wir noch nicht in der Box waren. Ne? Diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk dran, während du dich näherst. Und dann ist 16, das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch in der letzten Runde nochmal zu starten, zu stoppen. Und ich will es halt so lange wie möglich zögern. Ich will halt warten, bis dieser KI sagt, ich fahre in die Box. Sieht momentan noch so aus, das würde alles passen. Keine Gift oder so. Wenn die KI dann sagt, ja, sonst gehe ich um Runde 15 in der Box.
Ich glaube, die letzte Box haben stehen wir hinter der Linie. Also müssen wir, also spätestens in Runde 15, also in 5 Runden in die Box. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Na, momentan sieht es aber gut aus. Wir fahren unseren Schuh runter. Ich weiß halt nicht, wie weit die Abstände nach vorne noch sind, also Richtung Überrundung. Ah, nicht mehr allzu viel. Ein paar Kurven, zwei, drei Kurven gemacht, dann haben wir so zumindest. Haben wir's, hängen wir an der ersten Überrundung dran. Wie gesagt, meine Ziel ist es immer noch, dass sie sagen, höchstens auf die Hinters. Ich darf nur nicht vergessen. Wenn ich jetzt in die Box, wenn ich die Box vergesse, dann als erstes disqualifiziert werde. Wir fahren eine Minute, gerade wenn eine Minute fahren. Ich will hoffen, dass die vielleicht noch mal reingehen. Auf Hinters zu gehen. Okay, Ayaton. Die Rundenzeiten schwanken im Moment ein wenig. Wir brauchen Beständigkeit, also versuchen wir sie zu stabilisieren. Ja, ist aber nicht schlimm, es ist halt nass draußen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber 1,43er Zeiten sollten wir packen. Wir fahren zwar jetzt mit 1,37er, 38er Zeit, aber es ist nicht schlimm. So, Piastri haben wir jetzt fast bei einer Minute. Aber nochmal, wir sind nicht in der Box gewesen bisher. Immer noch die Hoffnung, dass vielleicht der KI sagt hier auf Inters, wir wechseln auf Inters und dann kann ich dort mitziehen. Und spare mir halt wieder diesen einen Stop. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt geht langsam. Ich war mir gerade der Hinterreifen ein bisschen weggegangen. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht, ob der sagt hier noch die Wechsel. Wenn es durchpasst, passt es. Also Abstand momentan haben wir minus 6,62 Sekunden. Also fahren wir momentan an 37. Ja, wie gesagt, Wetterbedingungen sind nicht top ideal, aber es ist halt das Auto jetzt momentan alles. Zieht also mit dem vierten Sieg in Folge aus und das auf zwei Strecken, wo ich gesagt habe, nicht meins, aber es sieht gut aus. Aber es sind ja noch 4 Runden, ne? Ich hoffe, dass der mir gleich sagt, ja, wechsel hier mal in der Box. So, der erste, der jetzt gleich reingeht, ist halt, wie gesagt, der erste, der jetzt gleich überrunden, ist tatsächlich dann wahrscheinlich Guangzhou. Fahrer des Tages haben wir sowieso nicht, ich hatte zuerst da. Ich denke mal, das wäre niemand Mercedes, wenn man Hamilton oder Russell. Also mir recht, wenn sie keine Punkte holen und jetzt und wieder 26 holen. Ich weiß nicht, wie mit der Albon momentan da vorne dran ist. Ein bisschen weit rausgekommen, die ich aber dadurch umgestellt habe. Wir gehen, wie gesagt, mit Beginn der Runde 15 gehen wir rein. Also nicht diese Runde, sondern danach die. Wir müssen ja dann auch nochmal... Ja, ich hatte gehofft, dass die Langungen auf die Hinters gehen. Und wir dann mehr oder weniger mitziehen können. Aber diese Strecke ist nicht aufgegangen. Aber trotzdem, es sieht dann einen weiteren souveränen Sieg aus hier in Singapur. Oder in dieser Saison. Der zweite jetzt, wie gesagt, der vierte hintereinander.
Aber noch müssen wir so was zu verpflichten. Eigentlich müssen wir uns irgendwann jetzt nichts von dem Schatz. Ey, Kollege, kommen wir mal rein gleich irgendwann. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Ja, doch, die Softreifen. Ich denke, wir werden auch keine Dings bekommen. Keine Trophäe bekommen, wenn ich sage, ich berunde jetzt den Wotters gleich. Oder den Ju. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr mir jetzt sagt, hier wechsel, komm gleich mal rein. Gute Arbeit, du hast es geschafft. Du hast das Ziel erreicht. Ja, die Vorgabe, Teamvorgabe haben wir erreicht. Wobei ich glaube nicht, dass wir eine schnelle Runde schaffen. Weil es ist nicht trocken draußen. Das für den Soft nicht. Auf trockener Strecke würde ich sagen, ja, das für den Soft würde ich für den Soft auf eine schnelle Runde fahren, ja. Also wir gehen jetzt, wie gesagt, gleich in die nächste Runde, in die Box. Also jetzt für diese Runde, dann gehen wir auch soft, dann passt das. Das berundete Auto da vorne ist eh wurscht. Ich wollte jetzt, wenn wir eine Strafe wegen Speeding bekommen, ist es eh wurscht. Die 10 Sekunden haben wir draußen, glaube ich. Wir haben jetzt 54 Sekunden Vorsprung. Lass mal 25 abziehen, dann sind wir bei 29 Sekunden, die wir 30 Sekunden, die wir Vorsprung haben. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Na, wir werden keine Überrundung schaffen. Es sei denn, der gibt uns jetzt gleich dem Gegner blaue Flaggen. Wird er nicht machen. Wir gehen jetzt rein, holen uns die Soften. So, jetzt gehen wir auf Soft. Holen uns die schnellen Reifen. Hab ich doch. Scheiße, zu spät. Langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Ich bin aber genau on point. Aber es ist schlimm, wir haben ja die Zeit noch. Ich glaube, eigentlich müsste der... Gib jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir zu weit rauskommen. Genau, hier müssen wir nicht in der Kurve ein bisschen aufpassen. Und was hat man immer noch auf Platz... 4. Das ist gut, das sind unverdammt 14 Punkte, die wir wieder von seinem Vorsprung abnehmen. Ja, sag ja, 29 Sekunden. Ich habe doch gesagt, das wäre ein bisschen. Das wäre sogar 25 Sekunden einbüßen. Ja, gleich im nächsten, in der nächsten Runde. Ich will nämlich gerne noch mal, vielleicht auch noch mal eine schnellste Runde schaffen, aber ich glaube ja weniger, dass wir es schaffen. Weil die Konkurrenz auch mittlerweile ein bisschen dran kommt an uns. Wir waren jetzt mal 29,0, jetzt sind wir mal 27,9. Ich glaube nicht, dass es für die schnellste Runde reicht.
Was das Sektor jetzt gleich sagt. Gelb. Ja, ich hab schon was gedacht, dass es nicht passt. Aber wir haben ja alle Vorgaben erreicht. Wir brauchen das Auto jetzt nur noch nach Hause fahren. Und dann gewinnen wir nach Baku. Nun auch Singapur sehr deutlich. Jetzt ein bisschen aufpassen, nicht dass wir wirklich das Auto jetzt gleich in der Wand parken. Also wieder vierte Runde mit Sneaker, aber ein Sieg. Na gut, es war klar, dass bei den Wetterbedingungen kannst du keine schnelle Runde fahren. Auch trocken, ja, definitiv nicht dabei. Aber auch nass, keine Chance. Ist aber wurscht. Der Sieg im vierten Rennen hintereinander. Hier in Singapur. P1 für uns. Weiter so. Die Nummer nach Hause gefahren. Ja. Hallo, unser Fahrer des Tages. Okay. Ich gedacht, ich habe Mercedes jetzt erwartet. Aber gut gemacht. Er hat einen super Start geschafft. Am Ende sind es fast 34 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Bis wenn die Anzeige passt. Vier Rennsiege in Folge, Sascha. Da hat jemand die Meisterschaft fest im Griff und die anderen müssen kämpfen, wenn sie das noch verhindern wollen. Für Verstappen vom Vorsprung. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Schön, dass sich die Anstrengungen des Teams gelohnt haben. Ja, aber deutlich gewonnen. Nach Baku wieder, auch jetzt Singapur jetzt gewonnen. Vierter Rennsieg hintereinander. Wir sind wieder dabei. Ich glaube nicht, dass es für die WM reicht, aber um gute Plätze. Und wie gesagt, kein Verstappen dabei oben. Zweiter Norris, dritter. Dann Alonso. Das hat man halt auf 4. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, heute Abend übrigens großer Preis von Ungarn und im Livestream 1945 geht es dann los diesmal. Albon hat tatsächlich 2 Punkte mitgenommen. Sehr schön. 28 wären Punkte fürs Team. Gucken wir mal gerade ganz kurz auf die Rangliste noch schnell. Wir sind jetzt Dritter. 30 Punkte noch auf Norris. Nachdem wir der jetzt noch liefert, könnte die Vize werden. Ich meine, wir sind nur 77 Punkte hinterm Verstappen. Also lass den jetzt mal noch. Ja, es sind 5 Runden. Lass ihn jetzt ein Rennen ausfallen. War das Ding gewinnen? Sind wir bei 50 Punkten? Nee, der müsste eigentlich gefühlt 3-mal ausfallen. Das schafft der nicht. Also ich denke mal, Weltmeister werden wir nicht diese Saison. Das können wir in der nächsten Saison angreifen. Diese Saison nicht. Aber, ja gut, je nachdem, was Verstappen noch liefert. Wenn der natürlich jetzt 3 Unfälle baut und da rausfliegt, dann sind wir bei 78 Punkten. Ja, wir müssen 3-mal ausfallen, wir müssen 3-mal gewinnen. Die Chance ist sehr gering, aber mal schauen. Zweiter wird zumindest werde ich noch, hoffentlich. Das habe ich damals in Williams auch schon geschafft. 2017, glaube ich, war es. Vize-Weltmeister geworden. So, hier mit Williams sind wir hier gerade dran, mittlerweile an Aston Martin. 5. Platz ist das Ziel. 70 hinter Mercedes, das wird wahrscheinlich auch enge werden, die noch zu kriegen. Aber Platz 5 ist möglich und Platz 2 in der Fahrer-WM. Das sind die Ziele für diese Saison. Gut. Das war's. Wir sehen uns wieder heute Abend hoffentlich um 19:45 Uhr. Wie gesagt, mit dem Großpreis von Ungarn. Ansonsten nächste Woche in Austin. Tschüss.